Romantische Natur, unberührte Landschaften und die Kultur des Menschen. Europa ist ein Kontinent der Gegensätze. Von den dicht besiedelten Gebieten Zentraleuropas zu den endlosen Weiten Russlands. Über die höchsten Gipfel der Alpen mit ihren unverwechselbaren Naturdenkmälern bis an die Küste des großen Ozeans. Der Geologe Colin Davy ist auf einer Expedition quer durch unseren Kontinent. Es lohnt sich immer rauszugehen und genau hinzuschauen. Er erlebt die Schönheit europäischer Natur. Faszinierend. Und findet Landschaften voller Rätsel und Wunder. Sie erzählen von ihren Bewohnern, ihrer Entstehung und ihrer Verwandlung. Begleiten Sie Colin Davy auf einer Reise durch die Naturgeschichte eines einzigartigen Kontinents, von den Anfängen bis heute. Raues Land im Nordosten des Kontinents. Schottland gehört zu den urwüchsigen Landschaften Europas. Es ist Juni, der letzte Vollmond vor der Sommersonnenwende. Eine steinzeitliche Kultstätte auf Lewis Island. Seit 3000 Jahren stehen diese Steine hier. Vermutlich folgt ihre Anordnung dem Verlauf des Mondes. Man spürt, gerade jetzt in den hellen Sommernächten, einen besonderen Zauber. Das Gestein des Monuments hat eine tiefergehende Bedeutung für die Insel und ihre Bewohner. Der Fels ist die Grundsubstanz dieser Landschaft. Die Menschen errichteten ihre Häuser daraus, als Schutz gegen das wechselhafte Wetter. Zahlreichen Tieren bietet das robuste Gestein einen Lebensraum. Seevögel brüten an den steilen Küsten, so wie die Trottellummen, deren Junge gerade schlüpfen. Aber auch viele andere, Tordalken oder Kormorane. Und zwischen den Felsen graben Papageientaucher ihre Nester. Hier sind sie ungestört, die Jungtiere in Sicherheit und es gibt perfekte Startplätze für einen Ausflug. So hat sich rund um die Felsen vielfältiges Leben entwickelt. Es ist einer der artenreichsten Lebensräume Europas. Und dabei geht es nicht nur um die großen Tiere. Im Wasser leben unzählige Kleinlebewesen, die wiederum Fische und größere Jäger anlocken. Der Fischreichtum ist so groß, dass es genug für alle gibt. Auch für die Basstölpel, die mit hoher Geschwindigkeit aus der Luft in die Tiefe stoßen, um Beute zu machen. Ein Naturparadies auf Stein gegründet. Willkommen auf der schönen Insel Lewis. Wir sind zwar mitten im Sommer, aber es ist ja noch recht frisch hier. Der Grund dafür liegt 2000 Kilometer in diese Richtung. Die Südspitze Grönlands. Dann zwischen uns liegt nur der offene Nordatlantik. Dementsprechend wirkt die Landschaft sehr rau und ursprünglich. Und das passt sehr gut zu den Steinen. Das sind nämlich einige der ältesten Steine Europas. Es sind Gneise und sie sind fast 3 Milliarden Jahre alt. Sie sind tief in der Erde gebildet worden unter hohem Druck und hohen Temperatur und sind dementsprechend resistent. Deswegen finden wir sie noch hier. Sie bilden auch der Keim unseres Kontinents. Sie sind ursprünglich entstanden am Boden eines Ozeans. Aber damals sah die Welt ganz anders aus. Auch ein Fels verändert sich. Vor wenigen Jahrtausenden sah die Küstenlinie vielleicht noch so aus. Das Felsentor war geschlossen. Die Kräfte des Ozeans haben hier gewirkt.
Vor 3 Milliarden Jahren gibt es die Küste noch nicht. Unter einer lebensfeindlichen Atmosphäre liegt ein riesiger Ozean. Inseln, kleine Urkontinente, bilden sich durch vulkanische Aktivität. Und im Ozean tut sich etwas. Die chemische Komposition stimmt. Mit Hilfe der Energie aus dem Erdinneren entstehen erste Lebensformen. Noch sind es einfache Organismen. Die ersten Schritte der Evolution. Zu dieser Zeit geschieht es. In der Tiefe beginnt sich der Lewis-Gneis zu bilden. Die Bedingungen sind extrem. Hohe Temperaturen und immenser Druck formen den Stein, der zu den ältesten Europas gehört. So spielten sich die ersten Kapitel europäischer Naturgeschichte im Meer ab. Colin Davy begleitet Fischer auf die schottische See. Als Geologe ist er Spezialist für die Entwicklung der Ozeane. Also der Kern unseres Kontinents ist vor 3 Milliarden Jahren entstanden. Das ist ein schier unfassbarer Zeitraum, oder? Aber auch damals gab es schon den Ozean. Und da drin ist höchstwahrscheinlich das Leben auch entstanden. Heute gibt es auch sehr alte Lebensformen im Ozean. Hoffentlich fangen wir gerade welche. Ich bin schwer gespannt, was die Jungs gleich an Bord holen. Seit der Entstehung des Lewis-Gneis hat sich das Leben auf der Erde rasant entwickelt. Der Ozean war Zeuge. Fast täglich holen die Fischer ein Stück Urgeschichte aus dem Meer. So, die Fischer haben mir eine Auswahl auf ihren Fang gegeben. Schauen wir, was wir hier bekommen haben. Als erstes, komm raus, ein kleiner Dorsch. Ein Mitglied der Knochenfische. Und diese Knochenfische sind eigentlich relativ junge Arten auf dem Planeten. Der erste Knochenfisch kennen wir von vor 200 Millionen Jahren. Der hat natürlich viele Verwandte im Ozean, einen kleinen Flunder. Und dann hier haben wir das, was hier auch echt viel Geld bringt, die Kaisergarnelen. Das ist ein Schalentier. Die Schalentiere, die ersten, sind vor ungefähr 380 Millionen Jahren in den Ozean aufgetaucht. Und dann haben wir was ganz Besonderes. Das hier ist eine Neunauge. Das ist kein Fisch. Das ist ein Meeresbewohner, der keinen Unterkiefer hat. Dadurch kann er nichts knabbern oder kauen, sondern er saugt sich an andere Fische fest und saugt denen das Blut aus. Das ist eine ganz ursprüngliche Art zu leben im Meer. Die ersten Neunaugen sind vor ungefähr 540 Millionen Jahren in den Weltmeeren erschienen. Diese hier lebt noch. Den setze ich noch mal rein. Ein wahrhaft eigenartiges Urzeittier, das Neunauge. In seiner gewohnten Umgebung ein eleganter Schwimmer. Tatsächlich ist es überaus selten und steht in Europa unter besonderem Schutz. 9 Augen hat es nicht. 1 auf jeder Seite. Eine Nasenöffnung und 7 Kiemenspalten. Seine Heimat sind die kalten, sauerstoffreichen Gewässer Nordeuropas, wo manches bis heute an eine längst vergessene Zeit erinnert. Urzeittiere sind weit verbreitet, wie der Taschenkrebs. Oder die Ohrenqualle. Und auch der Riesenhai erscheint wie ein Relikt aus der Vergangenheit. Die majestätischen Tiere wandern jedes Jahr viele tausend Kilometer durch dieses Meer. Aber wie sah der Ozean vor über 500 Millionen Jahren tatsächlich aus? Pflanzen besiedeln das Meer schon seit langem. Doch die Tiere holen rasant auf. Geheimnisvolle Würmer hinterlassen im Sediment des Meeresbodens ihre Spuren. Quallen sind die ersten Tiere, die mit eigener Muskelkraft durch das Meer schwimmen. Raubtiere tauchen auf. Viele von ihnen seltsame Gliedertiere mit Klauen und Facettenaugen. Am Ozeanboden leben Trilobiten. Sie tragen einen Panzer. Wahrscheinlich zum Schutz vor Räubern. Es herrscht eine erstaunliche Vielfalt. Alle wichtigen Hauptgruppen des Tierreichs entwickeln sich zu dieser Zeit. Auch der Vorfahre des Neunauges.
Er trägt eine neue Erfindung in sich, eine Wirbelsäule. Sie gibt ihm Halt und stabilisiert bei der Fortbewegung. Haie kamen in der Evolution erst später. Und bis zum heutigen Tag begegnen sich die so unterschiedlich alten Meeresbewohner. Für den Hai ist das Neunauge ein lästiger Parasit. Die Gewässer Schottlands sind reich bevölkert mit Urzeittieren. Vielleicht ist so zu erklären, dass sich Sagen und Legenden bis heute halten. So wie hier. Loch Ness, das ist schon ein geheimnisvoller Ort. Ich erinnere mich, als ich Kind war, sind wir mit der Familie hier hingefahren in Urlaub. Und meine Eltern haben da drin gebadet. Nie im Leben wäre ich mitgegangen. Und auch jetzt nicht, muss ich gestehen. Obwohl ich weiß natürlich als Wissenschaftler, dass es Monster gar nicht gibt. Geologisch gesehen ist es hier auch ein ganz wichtiger Ort. Zu ungefähr der gleichen Zeit, als die Tiere, die wir gerade gesehen haben, sich im Meer entwickelt haben, kollidierten hier zwei Kontinente. Schauen wir das an. Auf der einen Seite haben wir Laurentia, das ist das, was wir heute Amerika nennen. Auf der anderen Seite Baltika, Norwegen, Schweden. Und die trafen sich genau hier. Es türmte sich ein Riesengebirge. Nun, das kann ich von hier unten erzählen, aber von oben in den Bergen ist es richtig gut zu sehen. Loch Ness liegt mitten in den schottischen Highlands. Hier gibt es relativ wenige Menschen und genug Raum für die Natur. Beobachter am Wegesrand. Der Anstieg ist steil und schon bald lichtet sich der Forst. Statt der typischen Waldbewohner trifft man weiter oben auf die Tiere der Hochmoore. Hier, wo im Frühsommer die Birkhähne kämpfen, öffnet sich die typische Landschaft der Highlands mit ihren traumhaften Ausblicken. Das Heidekraut steht in voller Blüte und gibt der Landschaft einen besonderen Glanz. Es ist ein außergewöhnlicher Ort, auch für die Erdgeschichte. Also der Aufstieg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und nicht nur wegen der Landschaft, sondern wegen der Geologie. Schauen Sie das mal an. Ich stehe auf Baltika. Auf der anderen Seite ist Laurentia und mitten in Loch Ness die Stelle, wo diese beiden Kontinente sich getroffen haben. Damals gab es hier ein Riesengebirge. Ja. Und auch sehr, sehr viele Erdbeben, weil diese zwei Kontinente sind über 200 Kilometer aneinander vorbeigerutscht. Wind und Wetter haben seitdem das Gebirge abgetragen. Das Letzte, was hier passiert, ist während der letzten Eiszeit. Ein Gletscher kam hier durch und hat der See ausgehöhlt. Und obwohl das ein sehr imposanter See ist, stellt es nur einen Bruchteil von der gesamten Plattengrenze dar. Tatsächlich hat das berühmte Gewässer seine langgestreckte Form, weil es Teil einer viel größeren Struktur ist. Es gehört zu einer Grenze von kontinentalem Ausmaß, die sich quer über die Nordhalbkugel zieht. Diese Struktur ist vor etwa 450 Millionen Jahren entstanden. Die Kollision zweier alter Kontinente führt zur Bildung des ersten Urgebirges Europas, der Kaledoniten. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen vom Norden der britischen Inseln. Das nächste Kapitel europäischer Naturgeschichte wird in Zentraleuropa geschrieben. Colin überquert die Nordsee. Auf dem Weg liegen die Zentren des europäischen Festlands, wie Paris. Große Metropolregionen wie das Ruhrgebiet oder der Verkehrsknotenpunkt Frankfurt. Die geografische Mitte des Kontinents findet sich aber weiter im Osten. Im Bayerischen Wald, der erdgeschichtlich zu den ganz alten Regionen Deutschlands zählt. Auf einem kleinen Höhenzug, dem Tillenberg. So, da bin ich, am Mittelpunkt Europas und wirklich nur 10 Meter von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt. Natürlich, der Mittelpunkt eines Kontinents lässt sich nicht wirklich genau festlegen. Aber vor 150 Jahren haben österreichische Wissenschaftler gesagt, da ist er. Und
Deswegen haben wir diesen schönen Stein. Aber aus einem anderen Grund ist dieser Ort ganz wichtig für Europa. Vor 350 Millionen Jahren kollidierten hier nämlich zwei Kontinente. Und zum allerersten Mal wurde Europa als Fläche zusammengesetzt. Es entstand dabei ein riesiges Gebirge, vielleicht das größte Gebirge, die wir je auf dieser Welt gesehen haben. Die Überreste dieser Berge findet man heute noch verteilt in ganz Europa. Sie sind meist jedoch nicht höher als 1800 Meter. Dennoch sind diese Mittelgebirge einige der schönsten Landschaften, die wir in unserem Kontinent haben. Bewaldete Berge, die sich quer durchs Herz des Kontinents ziehen, sind das Vermächtnis des Urgebirges. Vom Erzgebirge im Osten bis zum Westen am Rhein liegen in Deutschland Überreste der sogenannten Variszeiden, benannt nach einem alten germanischen Stamm. Sie sind ein willkommenes Rückzugsgebiet für wilde Tiere in der sonst so dicht besiedelten Umgebung. Der Luchs durchstreift heute wieder ungestört einige dieser Wälder, nachdem er fast ausgestorben war. Im September versammeln sich auf den Lichtungen die Hirsche zur Brunft. Aber der Wald ist viel mehr als nur die Heimat dieser typischen Bewohner. Er ist ein lebendes System, ein Organismus, der bis ins Kleinste funktioniert. Viele Kreaturen, die wie Mosaikteile ineinander greifen und ein großes Ganzes bilden. Sie alle gehören dazu und schaffen den Lebensraum, den wir als bezaubernden Mittelgebirgswald kennen. Es sind wichtige Naturräume. In Deutschland und überall in Europa. Das Massif Central in Südfrankreich. Mit seinen sanft ansteigenden Hängen ist der Mont Carou ein typischer Berg aus der Zeit des großen europäischen Urgebirges. Heute nur etwa 1000 Meter hoch. Eine perfekte Heimat für Wildschafe, die Mufflons. Auf dem Mont Carou sieht man die stolzen Tiere häufig. Im Tal des Baches Eric sind sie auf Futtersuche. Für Wanderer ist das Massif Central ein beliebtes Ausflugsziel. Für Colin Davy ein spannendes Untersuchungsfeld. Denn hier findet man Hinweise auf die große Vergangenheit der Variszeiden. Aber woher wissen wir, dass diese sanfte, hügelige Landschaft früher ein riesiges Gebirge war? Und der Fluss hat eine tiefe Schlucht in die Landschaft geschnitten. So schauen wir zurück in die Vergangenheit. Und die Felsen zeigen uns, wie groß das Gebirge damals war. Das Wasser hat ganze Arbeit geleistet. Mit der beständigen Kraft der reißenden Fluten hat es das Felsmassiv ausgehöhlt. Die Schlucht führt kilometerweit in den Berg hinein. Diese Felsen bildeten vor 350 Millionen Jahren den Sockel des höchsten Gebirges aller Zeiten. So, und jetzt sind wir mitten im Berg. Und die Steine sieht man förmlich an, welche gewaltige Kräfte auf sie gewirkt haben. Sie haben auf enorme Drücke reagiert. Und die Minerale haben sich voneinander getrennt und diese Bänderung produziert. Auch sehr hohe Temperaturen haben geherrscht. Die große weiße Kristalle sind dadurch entstanden. Diese Temperaturen waren sogar so hoch, dass das Gestein angefangen hat zu schmelzen. Wenn wir hier hinter mir gucken, das weiße Gestein, das ist Magma. Entstanden bei 800 oder 900 Grad tief hier unten und rausgepresst ist es nach oben geflossen. Das zeigt uns, wie gewaltig diese Gebirge gewesen sein muss. Überall sind die Spuren der Magmaströme zu sehen. Diese Bereiche mussten früher die Last der Berge tragen. Vor 350 Millionen Jahren war es ein wahrhaft gigantisches Gebirge. Breiter und höher als der Himalaya heute. Es umspannte den halben Erdball und war so mächtig, dass es heute von Südfrankreich bis nach Norwegen reichen würde. Eine Zeit voller Gegensätze.
In den Tälern jenseits der Berggipfel gibt es ausgedehnte Sumpfwälder. Die ersten Landpflanzen findet man hier. Und große Tiere, Rieseninsekten, Libellen mächtig wie Falken. Die Produktivität dieser Wälder ist überaus hoch. Im Untergrund entsteht Torf, der sich in Kohle verwandelt. Steinkohle. Für uns Menschen ein wichtiger Brennstoff und für lange Zeit Triebfeder der Industrialisierung. In Europa verfallen viele alte Zechen oder werden zu Denkmälern. So auch in Deutschland. Weltweit nimmt die Kohleförderung immer noch zu. Man schätzt, dass die Steinkohlevorkommen, die in Millionen von Jahren entstanden sind, noch etwa 100 Jahre ausreichen werden. Überall da, wo die Türme des Steinkohlebergbaus stehen, wuchsen einst die Sumpfwälder des Karbon. Portugal. Hier liegt der westlichste Punkt des europäischen Festlandes. Der beständige Wellengang des großen Ozeans hat eine Steilküste geformt. Die Küste ist mehr als 150 Millionen Jahre alt. Die Arbeit am steilen Hang ist riskant. Dafür werden die Wissenschaftler oft mit sensationellen Funden belohnt. Octavio Mateusz, Chefpaläontologe, zeigt Colin seine Fundstellen. Der Boden steckt voller Dinosaurierknochen. Diese Klippen sind aus dem oberen Jura, 152 Millionen Jahre alt. Und hier sehen wir den Knochen eines Sauropoden und in derselben Schicht vier mehr. Das heißt, dass hier möglicherweise ein kompletter Sauropode in den Klippen begraben liegt. Und schau mal hier. Da kann man den Teil eines Knochens sehen und den Fußabdruck eines sehr großen Tieres. Das war ein wirklich großes Tier, was? Ja, genau. Es ist einer der größten Knochen im Körper eines Wirbeltieres. Ein Oberschenkelknochen. Und das Tier, zu dem der Knochen gehört, ist eines der größten Landlebewesen, das jemals seinen Fuß auf unseren Kontinent gesetzt hat. Ein gigantischer Sauropode. Sein Lebensraum sind tropische Küstenlandschaften. Die gibt es damals fast überall auf der Erde. Die Temperaturen sind weltweit höher als heute. Ähnlich wie heutige Elefanten haben Sauropoden große, massive Säulenbeine, die direkt unter dem Körper stehen, um das enorme Gewicht zu tragen. Über 35 Tonnen schwer und 30 Meter lang. Um ihren Nachwuchs kümmern sich die Riesen nicht. Sie verstecken ihre Eier im losen Sand am Meeresufer. Die Jungen bleiben sich selbst überlassen. Eine riskante Strategie. Denn hier sind auch Räuber unterwegs, so wie dieser Allosaurus europaeus. Mit 8 Meter Körperlänge eines der größten Raubtiere jener Zeit. Es ist die Hochzeit der Saurier, der größten Landlebewesen aller Zeiten. Die Dinos sollen für über 170 Millionen Jahre die Erde beherrschen. Ein extrem langer Zeitraum, in dem sich ihre Welt und unser Kontinent stark veränderten. Was Octavio und sein Team in diese Klippen findet, ist faszinierend. Das Erstaunliche daran ist aber, was sie da drüben finden, in Amerika. Tausende von Kilometern von hier entfernt, finden sie genau die gleichen Dinosaurier. Die Dinosauriergruppen sind so ähnlich, das könnten fast Geschwister sein. Wie kommt das denn zustande? Die Antwort darauf, die liegt mitten im Atlantik da draußen. Über 5000 Kilometer sind die europäische und die amerikanische Küste voneinander entfernt. Dazwischen ein gigantischer Ozean. Und mitten in der endlosen Weite gibt es Leben. Ein Pottwal. Der größte Zahnwal der Erde. Dieses Weibchen ist mit seinem Jungen unterwegs. Fast 3 Jahre muss das Jungtier von der Mutter gesäugt werden.
Offensichtlich findet sie hier im freien Ozean ausreichend Nahrung. Und es gibt noch andere Tiere, die ihnen Gesellschaft leisten. Mantarochen tauchen auf. Sie ernähren sich von Plankton, winzigen Kleinlebewesen, die man mit bloßem Auge nur schwer erkennen kann. Und mit ihnen kommen viele andere Fische, die vom hohen Nährstoffgehalt dieser Meeresregion angelockt werden. Doch was ist die Ursache für diesen geheimnisvollen Treffpunkt mitten in der Weite des Ozeans? Es sind Felsen, die vom Meeresgrund emporragen. Seeberge. Hier werden Nährstoffe aus der Tiefe nach oben gespült. Deshalb sind die Gewässer äußerst artenreich. Vom mikroskopischen Plankton bis zu einer Vielzahl von Fischen. Ein Paradies. Und Colin Davy ist mittendrin. Auch für den erfahrenen Forscher ist das ein besonderes Erlebnis. Das ist unglaublich, wie viele Tiere hier rumschwimmen. Die Strömung ist aber ziemlich stark. Ich muss mich gut festhalten. Das ist ein Hotspot der Artenvielfalt. Und das hat alles was mit dem Untergrund zu tun. Mit dem Felsen, das lockt hier die Tiere an. Mann, ist das schön. Höhlen bieten vielen Meerestieren zusätzlich Schutz und Zuflucht. Aber wie sind diese Felsen entstanden? So, ich habe mir die Wände aus der Nähe angeschaut. Die bestehen gänzlich aus Basaltlava. Ich bin nämlich in einen Lavatunnel. Tief unter mir ist vulkanische Aktivität. Daraus ist der Berg entstanden. Das ist wirklich interessant. Ich schaue mich noch ein bisschen mehr um. Die noch verbleibende Zeit unter Wasser nutzt Colin, um die Felswände außerhalb der Höhle zu erkunden. Das ganze Gebiet ist tatsächlich sehr groß. Erst aus einiger Entfernung lässt sich die Position des Forschers einordnen. Die Felswand ist nur ein kleiner Punkt an der Spitze eines Berges. Die Bergspitze wiederum ist nur ein Teil eines Massivs. Teil einer ganzen Gebirgskette. Der längsten Gebirgskette der Erde. Der Mittelatlantische Rücken durchzieht auf einer Länge von 20.000 Kilometern den Atlantik. Doch nicht alle Gipfel enden unter Wasser. Einige durchstoßen die Wasseroberfläche. Und einige erheben sich zu richtig großen Inseln. Die höchsten Bergspitzen dieses unterseeischen Gebirges sind uns gut bekannt. Es sind die Azoren. Die Inselgruppe liegt dort, wo die europäische und die nordamerikanische Platte mitten im Ozean aufeinanderstoßen und markiert so die eigentliche Westgrenze des europäischen Kontinents. Die höchste Erhebung ragt mehr als 2000 Meter aus dem Ozean. Die Spitze der Insel Pico. Es ist ein Vulkan mit einem markanten Krater. Hier oben ist die Vegetation eher spärlich. Der weit aufragende Berg macht Pico einzigartig unter den Azoren. Das andere Extrem, Santa Maria, 300 Kilometer weiter im Osten. Die Insel ist weniger schroff, mit weiten Flächen und sanften Erhebungen. So unterschiedlich diese Inseln auch sind, haben sie doch einen gemeinsamen Ursprung. Die Steine, die man hier findet, zeugen davon. Basaltlava. Solche Stücke gibt es überall hier auf der Azoreninsel, weil die alle vulkanische Ursprungs sind. Dennoch sehen sie ganz unterschiedlich aus. Grund für diese Unterschiede sind unterschiedliche Alter. Und Alter spielt im Atlantik eine ganz wesentliche Rolle. Das schauen wir uns im Detail an. Das ist der Meeresboden des heutigen Atlantiks. Jetzt lassen wir die Zeit zurücklaufen. Bis vor 240 Millionen Jahren. Das sind Europa und Amerika Teil eines Superkontinents, Pangaea.
Jetzt läuft die Zeit nach vorne und vor 220 Millionen Jahren entsteht eine kleine Wasserstraße mitten in diesem Superkontinent. Das ist die Geburtsstunde des Atlantiks. Und ab da geht es unaufhaltsam weiter. Europa und Amerika entfernen sich voneinander, der Atlantik wächst. Vor 8 Millionen Jahren erscheint ein kleiner Fleck mitten im Ozean. Das ist Santa Maria. Die anderen Inseln erscheinen nach und nach. Und da, vor 300.000 Jahren, erscheint Pico. Das ist der Grund für ihr unterschiedliches Aussehen. Pico und Santa Maria sind 7 Millionen Jahre auseinander. Jedes Stück des Atlantikbodens hat sein ganz eigenes Alter. Wie der gesamte Atlantik sind die Azoren am mittelatlantischen Rücken entstanden. Die junge Insel Pico ebenso wie die älteste Azoreninsel Santa Maria, deren Berge durch Jahrmillionen der Erosion bereits abgetragen sind. So entsteht am mittelatlantischen Rücken auch heute noch neuer Meeresboden. Die Westküste Portugals wurde bereits vor 220 Millionen Jahren von Amerika getrennt. Seitdem wächst die Distanz zwischen den Kontinenten einige Zentimeter pro Jahr. Der große Raubsaurier Allosaurus lebte in Portugal vor 152 Millionen Jahren. Damals sahen sich die Dinosaurier auf beiden Seiten des Atlantik sehr ähnlich, wie alte Verwandte. Ein Hinweis darauf, dass Europa und Nordamerika für lange Zeit miteinander verbunden waren. So hat der Atlantik einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des europäischen Kontinents. Auch nach der Entstehung des großen Ozeans verändert sich Europa. Bei weltweit steigenden Temperaturen liegt der Kontinent zu großen Teilen unter Wasser. Eine Inselwelt. Ihre Ausdehnung von Westen nach Osten entspricht allerdings schon damals in etwa der heutigen Entfernung von Portugal bis zum Ural. Colin Dervé hat einen Plan. Europa einmal vom Südwesten bis zur östlichen Grenze durchwandern. Für einen Geologen eine spannende Reise durch Zeit und Natur. Im Süden Spaniens durchquert er die Wüste Tabernas bis an die Ufer des Mittelmeers. Nach Norden bis zur Mündung der Rhone. Von hier aus durch Südfrankreich und die Schweiz. Dann ins Alpenvorland. Vorbei an den schroff aufsteigenden Bergen. Es folgen die ausgedehnten Waldgebiete der Mittelgebirge, wo es nach der Hälfte der Strecke bereits Winter wird. In Polen, entlang der masurischen Seenplatte. Jetzt geht es nur noch Richtung Osten. Eine gewaltige Strecke durch die Wälder der osteuropäischen Ebene. Nach fast 7000 Kilometern erreicht Colin Jekaterinburg. Der Ort gilt als Grenzstadt zwischen Europa und Asien. In den Straßen wird das spürbar. Eine gigantische Säule steht etwas außerhalb der Stadt. Das ist der eigentliche Punkt, den Colin sucht. Okay, eins vorneweg. Ich bin nicht die ganze Strecke durchgelaufen. Auch wenn ich relativ lang unterwegs war. Unser Kontinent ist doch recht groß. Am Ende dieser Wanderung durch die schöne bewaldete Ebene kommt man dann zu der Zäune. Die ist echt eine Seltenheit. Das ist nämlich ein geologisches Monument und davon gibt es nicht sehr viel auf unserem Planeten. Im 19. Jahrhundert hat nämlich der Zar mehrere westeuropäische Geologen hier in dem Gebiet nach Bodenschätze suchen lassen. Und sie haben überall in diesem Gebiet die gleiche Bodenbeschaffenheit vorgefunden, wie sie aus ihrer Heimat kannten. Bis zu diesem Punkt. Und deswegen haben sie 1837 diese Säule errichten lassen. Weil hier ist nämlich eine Grenze von kontinentalem Ausmaß. Aber um diese Grenze wahrzunehmen, brauchen wir etwas mehr Überblick. Denn der Übergang von Europa nach Asien ist von enormer Ausdehnung. Es ist das Uralgebirge.
Weit oben im Norden wird ein Gebirgsrelief erkennbar. Es hat bereits eine lange Geschichte hinter sich. Ein Blick zurück in die Vergangenheit. Ein Ozean prägt vor 500 Millionen Jahren diesen Teil der Welt. Sibirien ist damals eine Insel. Das Uralgebirge entsteht zur gleichen Zeit wie die Mittelgebirge in Europa. Es bildet die Naht zwischen Russland und Sibirien und ist bis zum heutigen Tag erhalten geblieben. Es ist nicht besonders hoch, aber von Norden nach Süden fast 2400 Kilometer lang. Colin hat sich mit seiner Crew absetzen lassen. Er ist auf der Suche nach einer berühmten Felsformation, mitten auf einem Hochplateau im Nordural. Es pfeift ein kalter Wind und eine meterhohe Schneedecke erschwert das Vorankommen. Das Ziel rechtfertigt den Aufwand. Sie gelten als eines der sieben Wunder Russlands. Die Felssäulen von Manpubunjo. Sie wachen über die endlosen Weiten des Nordural. Die Einheimischen erzählen sich Legenden von den großen Felsfiguren. Bedrohliche Riesen sollen es gewesen sein, die zu Stein erstarrten. Das Klima in dieser Gegend ist extrem und gefährlich. Das Wetter schlägt um. In nur wenigen Augenblicken zieht ein Schneesturm auf und Colin Davy ist mittendrin. Im späten Winter sind solche plötzlichen Wetteränderungen nicht ungewöhnlich. Mit Mühe erreicht Colin sein Ziel und findet Schutz im Windschatten der gigantischen Säulen. Wieso diese Steine das ganze Wind und Wetter trotzen können, ist ein Rätsel. Und als Wissenschaftler muss ich natürlich Rätsel nachgehen. Das meiste Stein ist mit diesem Schneehuder total überzogen. Aber es gibt ein paar Stellen, wo die Steine rausgucken. Und wenn man das ein bisschen freikratzt und die Steine anguckt, dann sieht man, das sind extrem kompakte Gesteine. Die bestehen fast ausschließlich aus Quarz, ein sehr hartes Mineral. Und diese Kompaktheit, das lässt kein Wasser, kein Frost da rein. Vermutlich deswegen hat dieses Stein die Elemente so lange getrotzt. Wie lange genau, kann ich nicht sagen. Das sind vielleicht Jahrmillionen. Es macht die Steine zu stummen Zeugen der Vergangenheit. Sie stehen am Rande der größten zusammenhängenden Urwaldgebiete Europas, den Wäldern der Republik Komi. Hier leben große Säugetiere, wie es sie bei uns in Mitteleuropa kaum noch gibt. Für Elche ist der Winter eine harte Zeit, obwohl ihnen die tiefen Temperaturen nichts anhaben können. Futter ist Mangelware. Nur zähe Rinde und ein paar alte Triebe. Das reicht kaum und so verlieren die mächtigen Tiere einiges an Gewicht. Auch Wölfe sind hier unterwegs. Jetzt im Winter müssen sie riesige Gebiete durchstreifen, um Beute zu machen. Nahrung gibt es oft nur unter einer meterdicken Schneedecke. Der Fuchs nimmt, was er findet. Der Winter ist hart für diese Tiere. Und doch haben sie alle Strategien entwickelt, mit denen sie die Zeit überstehen. In dieser extremen Region, die früher einmal ganz andere Bedingungen kannte. Vor 65 Millionen Jahren sind die Temperaturen höher als heute. Es ist angenehm warm in den Sumpfwäldern des Ural. Zu dieser Zeit beginnt auch die Entstehungsgeschichte der Säulen von Manpubunjo. Wandel kündigt sich an. Blütenpflanzen gibt es schon seit längerer Zeit. Jetzt gehen sie eine Partnerschaft ein, die Bestand hat. Bienen helfen bei der Bestäubung und Ausbreitung und werden mit Nahrung belohnt. Noch immer wird die Welt vor allem von einer Tiergruppe dominiert: den Sauriern.
Und in den Wäldern gibt es noch viele urtümliche Pflanzen. Moose und Farne, aber auch gigantische Nadelbäume, Koniferen. Die Wälder sind üppig grün, das ganze Jahr über, mit vielen langsam wachsenden Pflanzen, die ihre Blätter nicht abwerfen. Ein undurchdringliches Dickicht. Versteckt dazwischen ein kleiner Nager, Multituberculata. Er hat viele Gemeinsamkeiten mit heutigen Säugern. Ein differenziertes Gebiss zum Verarbeiten der Nahrung. Vorderpfoten zum Greifen. Ein Fell. Und die Fähigkeit zur Regulation der Körpertemperatur. Eigenschaften, die helfen. Es kommen weittragende Veränderungen. Und der Wandel kommt schnell. Nach einer globalen Katastrophe fallen weltweit die Temperaturen. Das Klima ändert sich rapide. Überleben können nur diejenigen, die mit den neuen Bedingungen zurechtkommen. Samen, Pflanzen und Säugetiere gehen gestärkt aus der Krise hervor. Beide scheinen wie dafür gemacht, schlechte Zeiten zu überstehen. Für viele Säugetiere sind die Wälder des Ural heute ein Rückzugsgebiet. Wo die Säulen stehen, deren Geschichte in den warmen Wäldern der Kreidezeit begann. Colin Davy hat seine Expedition zu den Steinen von Manpupunior beendet. Zeit für den Heimweg. Ja, wir haben jetzt viel von unserem Kontinent schon gesehen. Vom äußeren Nordwesten bis hier, wo Europa direkt an Asien grenzt. Der Kontinent ist halt riesig und hat viele faszinierende Dinge zu entdecken. Es lohnt sich immer rauszugehen und genau hinzuschauen. Für mich geht morgen die Reise zurück nach Deutschland. Aber heute Abend werde ich ganz gemütlich verbringen mit meinen neuen russischen Freunden vor dem Holzofen in dieser schönen, kuscheligen Hütte. Bis zum nächsten Mal.